Hallo miteinander, ich bin der Ralf Leuner, arbeite hier in der Firma Schütz als Kunststofftechnolog. Ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr und heute darf ich euch mal mitnehmen, was ich die ganze Zeit so an dieser Maschine mache. Meine Hauptaufgaben hier in der Firma Schütz sind das Ein- und Ausbauen von Werkzeugen, das Optimieren und das Programmieren der Maschine, Spritzfehler erkennen und die zu korrigieren und den Unterhalt der Maschine. Besonders gefällt mir am Kunststofftechnolog, dass man aus dem Nix, aus einzelnen Granulatkörnchen, wo man durch die Maschine lässt, ein fertiges Produkt machen kann. Speziell an der Schütz ist, dass wir als internationaler Konzern einer der einzigen Standards sind, die Schraubkappen und Tänen produzieren. Die werden dann auch international verliefert. Wenn du dich für diesen Beruf interessierst, ist es wichtig, dass du fit bist in Mathematik, naturwissenschaftlichen Fächern und Physik. Und es ist wichtig, dass du auch ein bisschen körperlich fit bist. Wenn man den ganzen Tag steht, kann es schon anstrengend werden. Wenn euch der Beruf Kunststofftechnolog gefallen hat, dann bewerbt euch doch jetzt.